this world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Und so willensstark bleibst, wie ich dich gerade kennengelernt habe, dann wird aus dir nochmal eine richtig große. Wisst ihr, wer das zu mir gesagt hat? Jochen Schweizer. Als ich noch eine ziemlich junge Frau war und gerade an meinem Traum rumkreiert habe, Stuntfrau zu werden. Mein Alltag sah dann so aus, dass ich von Autos angefahren wurde, mit brennenden Flügeln über den Laufsteg gelaufen bin und aus Flugzeugen gesprungen bin. Also genau so, wie ihr es gerade gesehen habt. Und ganz ehrlich, ich war wirklich stolz, als ich dann bei Markus Lanz und auf all diesen Talksendungen erzählen konnte, ich bin wirklich die bekannteste Stuntfrau Deutschlands. Eigentlich ist es total easy, mutig zu sein. Ich möchte euch nur zeigen, wie wichtig es ist, mutig zu sein. Was das bedeutet, das Risiko zu kalkulieren, um die Gefahr kontrollieren zu können. Deswegen würde ich euch bitten, steht doch einmal bitte alle auf. Ich weiß, dass es ein paar ältere Herrschaften heute Abend hier gibt, die dürfen gerne unten bleiben. Aber alle anderen steigen jetzt mal bitte auf den Stuhl. Sie dürfen sich auch gerne aneinander festhalten. So. Hier noch schön mit Sektglas in der Hand, wunderbar. So, liebe Leute, wir machen jetzt einen Tandemsprung, einen Fallschirmsprung. Stellt euch bitte folgende Situation vor. Ihr sitzt im Flugzeug, beziehungsweise ihr steht. Vor euch die offene Tür, die Kante. Ihr schaut nach vorne zum Piloten, der gibt euch ein gutes Zeichen. Ihr schaut 4000 Meter nach unten. Oh, da steht mein kleines Auto. Ein wunderschöner Fluss. Und da ist eine Wiese, da können wir gleich landen. Ihr haltet euch an der Tür fest. Und der Pilot fragt, ready? Was antwortet ihr? Leute, wir springen jetzt aus einem Flugzeug. Ihr habt Adrenalin. Ich frage euch nochmal. Seid ihr ready? Gut. In drei springen wir, okay? Wir kommen noch zu dem Thema. Okay, ich frage euch nochmal. Seid ihr ready? Und dann springen wir in 3, 2, 1, okay? Ready? 3, 2, 1. Und ihr breitet die Arme aus. Und ihr fliegt. Ihr fliegt. Was ihr spürt, ist der Wind. Und ihr könnt die Luft für euch nutzen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst die Arme ausbreiten und die Beine. Und wie ein Vogel fliegt ihr. Ihr seid in charge. Ihr könnt entscheiden, wo ihr hinfliegt. Ihr schaut auf den Höhenmesser. 1000 Meter. Es ist Zeit, unseren Fallschirm zu ziehen. Ihr zieht euren Fallschirm. Der geht auf. Greift eure Steuerleinen. Und fliegt.
zur Wiese, die wir gerade gesehen haben. Ihr bremst und landet sicher. Gib mal deinem Nachbarn High Five und sag: Mann, bist du geil! Einen großen Applaus für euch. Danke fürs Mitmachen. Ihr habt nichts anderes gemacht, außer einen Schritt. Einen Schritt nach vorne in die Unsicherheit. Und was bedeutet Leben? Leben bedeutet Risiko. Leben bedeutet Unsicherheit. Wenn ihr nicht gesprungen wärt, würdet ihr jetzt noch im Flieger sitzen mit einem Piloten, der sicher nicht dahin fliegt, wo ihr hin wollt. Ihr habt aber diesen einen Schritt gemacht und wart mutig. Und dieser eine Schritt in die Unsicherheit, in die Freiheit, hat euch die Möglichkeit gegeben, die Arme auszubreiten und dahin zu fliegen, wo ihr hin wollt. Also, Mut ist nichts anderes als das Vertrauen in euch selbst. Also tut etwas, so oft ihr könnt, damit ihr euer Selbstvertrauen aufbaut. Vertrauen in das, was ihr könnt. Und dann steht euch die gesamte Welt offen. Es gibt Menschen, die sagen, extreme Typen sind angstlos. Wir fordern den Tod heraus. Wir sind Adrenalin-Junkies. Ganz im Gegenteil. Extreme Menschen haben Angst. Ich habe auch Angst. Ich habe mir sehr, sehr viel aufgebaut. Ich will das nicht verlieren. Adrenalin? Ich mag kein Adrenalin. Wie viele von euch kennen das Gefühl von Adrenalin? Ah, die Hände fangen an zu kribbeln, oder? Und was macht ihr? Euer Blickfeld geht ganz eng. Und ihr könnt euch nicht mehr richtig konzentrieren, richtig? Das, was extreme Menschen aber machen wollen, ist eine gefährliche Situation kontrollieren wollen. Die wollen einfach das Leben herausfordern, nicht den Tod. Wir wollen wissen, wo liegen eigentlich unsere Grenzen? Ist das meine Grenze oder existiert die nur in meinem Kopf? Wie weit kann ich an die Grenze herangehen? Und kann ich die vielleicht sogar mal überschreiten, um dann zu merken, das war eigentlich gar keine Grenze? Und somit Schritt für Schritt, jeder einzelne Schritt über diese Grenze, die ich nur in meinem Kopf selber kreiere, eröffne ich mir einen ganz neuen Horizont. Aber was ist, wenn die Königsdisziplin, die Kontrolle, was ist, wenn du die irgendwann verlierst? Der Tag kam zu mir am 19. Juli 2016, also knapp vor 3 Jahren. Ich hatte einen großen Auftrag, denn schließlich war ich Stuntfrau und es gab keine andere Frau in Deutschland, die aussah wie ein typisches Model, groß, blond, schlank und die gleichzeitig es geliebt hat, gefährliche Situationen zu kontrollieren und ästhetisch darzustellen. Also wurde ich für ein Modemagazin gebucht und sollte für dieses Modemagazin unter einem Helikopter hängen. Das Schöne daran, mein Mann hat diesen Helikopter geflogen. Die Designersachen, hohe Schuhe, alles unbezahlbar. Mein Make-up, alles in Perfektion. Mein Job war relativ easy. Ich sollte einfach nur unter diesem Helikopter hängen und Richtung Kamera springen. Immer wieder, immer wieder. Einmal zu viel. Ich springe vom Helikopter ab. Es ist nur eine Höhe von 1,5 Meter. Ich komme mit beiden High Heels auf und zertrümmere mir beide Füße. Im Krankenhaus sagte mir dann der erste Arzt: Miriam, die Füße sind so extrem gebrochen, wir müssen deine Füße versteifen. Ich sage, auf gar keinen Fall. Ich bin Stuntfrau, ich brauche das. Der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte Arzt.
das wird nichts mehr. Einen Arzt habe ich dann gefunden, der mir sagte, ich versuche es wenigstens, Knochen aus Schienbein und Oberschenkel zu entnehmen und dir einen komplett neuen Fuß zu bauen. Aber der größte Halt in der Zeit war mein Mann Hannes. Ich kann mich an die Situation noch so gut erinnern, weil das war der Tag vor der Operation und er sagte, weißt du Miriam, alles im Leben kommt zu dir aus einem ganz besonderen Grund. Nichts im Leben passiert einfach nur so. Und dass dir das jetzt passiert ist, dass du im Rollstuhl sitzt und dir die Füße brichst, ist ganz klar ein Zeichen. Du bist nur am Leisten, du bist immer am Machen und am Tun. Du willst dir und anderen beweisen, dass du die beste Stuntfrau überhaupt bist. Aber das bist du doch schon. Was willst du denn noch mehr? Das Leben will dir was zeigen. Denn du weißt, wie lange wir schon versuchen, ein Baby zu bekommen. Und es funktioniert einfach nicht. Und vielleicht klappt es ja jetzt. Sechs Wochen nach diesem Gespräch kriege ich einen Anruf. Hannes ist mit seinem Helikopter abgestürzt. Hannes ist tot. In dem Augenblick habe ich nur heruntergeschaut auf meine Füße. Ich saß im Rollstuhl und dachte, jetzt habe ich nicht nur meine Gesundheit und damit die Grundlage meines Berufes verloren. Mein Job ist weg. Und jetzt, mit dem Tod meines Mannes, sind auch noch alle Träume in die Zukunft weg. Was bleibt denn jetzt noch von mir? Trauer ist etwas wahnsinnig Egoistisches. Wir denken immer nur daran, was wir nicht mehr haben. Ich habe diesen Menschen nicht mehr in meinem Leben. Jetzt geht es mir schlecht. Ich kann nicht mehr als Stuntfrau arbeiten. Mir geht es schlecht. Ich habe keine Zukunftsträume mehr. Mir geht es schlecht. Anstatt mal uns aufrütteln zu lassen vom Leben und zu überlegen, hey, was ist eigentlich geblieben? Dieser Mann, der immer die Antworten für meine Fragen hatte, hat mir doch eigentlich schon alle Antworten gegeben. Alles, was ich gelernt habe in meinem Stuntberuf, kann ich doch heute auch noch anwenden. Ich muss mich nur neu kreieren. Und somit die Frage, wer bist du? Wer bist du, wenn du dich über nichts mehr identifizieren kannst? Wenn du nicht mehr Koch, Manager, Mutter, Busfahrer bist? Wer bist du, wenn du dich über nichts mehr identifizieren oder bezeichnen kannst? Wenn dein Partner dir nicht jeden Morgen sagt, wie wunderschön du bist, was bleibt von dir dann noch? Und ich habe herausgefunden, dass das die Attribute sind, die dich als Kind schon ausgemacht haben. Ich war immer mutig, ich war immer willensstark und sehr lebensbejahend. Und somit musste ich eigentlich nur mich auf meine Attribute konzentrieren. Alle drei Säulen, Gesundheit, Beruf, Liebe, Privatleben, alles ist weggebrochen. Aber die Attribute als Kind sind geblieben. Und auf die kann ich mich verlassen und auf die könnt ihr euch auch verlassen. Die ganze Welt kann um euch herum zusammenbrechen, aber das kann euch keiner nehmen. Es gab dann einen Punkt, da musste ich mich entscheiden. An was glaube ich eigentlich? An was glaubst du? An was glaubst du, was nach dem Tod mit uns passiert? An was glaubst du, was von uns bleibt, wenn wir nicht mehr da sind? Und ich glaube an das, dass es die Menschen, die vorangegangen sind, an einem Platz sind, da gibt es kein Zeitgefühl, da gibt es keinen Neid, kein Geld, da gibt es keinen Körper, in dem wir gefangen sind. Und ich möchte ganz fest
daran glauben, dass diese Menschen ab und zu bei uns vorbeischauen und gucken, was wir aus unserem Leben machen. Und dann möchte ich nicht, dass mein Lebenspartner eine völlig traurige und verzweifelte Frau sieht, sondern die Frau, in die er sich verliebt hat. Und somit habe ich einen Leitsatz für mich gefunden, der mich bis heute, 3 Jahre später, antreibt. Denn wenn du, Schatz, mir zuschaust, ich bin mutig und ich bin tapfer und ich werde dich stolz machen. Ausmaß und all that takes to fool is down. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Get my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. Das waren meine ersten Schritte. Das waren meine ersten Schritte zurück in mein neues Leben. Und ich habe euch was mitgebracht. Meine absoluten Leitsätze, meine Bibel. Das erste, Identität und Flexibilität. Wer bist du, wenn alles um dich herum zusammenbricht? Jeden Tag aufs Neue wird sich dein Punkt verändern. Dein Ausgangspunkt. Und wenn du Eigenverantwortung übernimmst und das Momentum aufrecht erhältst, dann gibst du Menschen, wertvollen Menschen, die Möglichkeit, dich zu treffen. Dann gibst du Erfolg die Möglichkeit, dich zu treffen. Du musst aber flexibel bleiben. Du musst wissen, wer du bist. Du musst Eigenverantwortung übernehmen. Achtet auf euer Umfeld. Wer ist wertvoll für euch? Wer saugt eure Energie? Wer schiebt dich an, um zu deinen Zielen zu kommen? Schaut mal genau hin. Deine Ziele. Das Einzige, was uns im Leben antreibt, sind unsere Ziele. Nichts anderes. Also definiert eure Ziele, kurzfristig und langfristig. Mut und Chancen. Ihr seid heute aus dem Flugzeug gesprungen. Es war nur ein Schritt. Und nächstes Mal, wenn ihr mal mutig sein sollt, macht den einen Schritt, denkt daran. Ihr seid aus dem Flugzeug gesprungen. Und das Allerwichtigste, Veränderungen müssen nicht negativ sein. Alles, was im Leben euch zustößt, ist für euch. Ich glaube da ganz fest dran. Nutzt die Veränderung für euch und nutzt die Zeit. Die Zeit ist das Wertvollste, was wir im Leben haben. Und Leben bedeutet, mit der Zeit richtig umzugehen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Applaus